Weidmannsheil, liebe Jägerinnen und liebe Jäger, herzlich willkommen zum Weitblick im September. Zurzeit läuft noch die Brunft und es gibt fast nichts Schöneres, als dem stolzen Hirsch in dieser Zeit nachzupirschen. Anfang September reisten Jörg Eberitsch und ich gemeinsam ins pommersche Treblin oder Cepelino, wie es heute heißt, um dort gemeinsam einem Hirsch nachzustellen. Ende August reisen mein Freund Jörg Eberitsch und ich in das pommersche Forstamt Cepelino. 20.000 Hektar Kiefernwälder, Moore und Wiesen. Wir wollen in einem der besten Rotwildreviere Polens miteinander Hirsche jagen. Heiko ist ein sehr witziger Jäger. Das heißt nicht, dass er nicht ernst bei der Sache ist. Ganz im Gegenteil, der ist ernster als ich bei der Sache und konzentrierter und hinterfragt auch viele Sachen viel mehr, wo ich sage, Junge, also da blödelt er manchmal rum, zieht sich da so Sachen her und guckt, was man da noch alles rausdenken könnte. Nein, Heiko ist für mich ein Jäger, der die Sache sehr witzig bei der Jagd ist, mit dem man sehr unterhaltsam jagen kann. Keine Sekunde möchte ich missen, die ich mit Heiko bei der Jagd verbringe. Aber er ist auch sehr ernst und hinterfragt sehr viel. Heiko zeichnet besonders seine Offenheit, seine Ehrlichkeit, seine Geradlinigkeit. Und Heiko ist auch ein sehr sensibler Mensch. Also man kann sich mit ihm über Themen unterhalten, die einem sehr ernst und sehr wichtig sind und bekommt von ihm immer eine ehrliche, richtige Meinung, die mir dann auch sehr wichtig ist. Heiko kann gar nicht wild krank schießen oder sehen, dass wild krank geschossen wird und nicht ausreichend nachgesucht wird. Da dreht Heiko durch. Also, wobei ich auch immer ihn dann auch schon ermahnt habe, sage, Heiko, es gibt auch eine Grenze für eine Nachsuche. Wir wissen nicht, wo der Schuss ist, aber Heiko geht damit nicht Kondom. Er wird verrückt, wenn das Stück nicht zur Strecke kommt und er das Gefühl hat, man könnte es vielleicht zur Strecke bringen. Damit kommt er nicht klar. Cepelino hat ja, er weckt ja bei mir schon gewisse Erinnerungen. Vor 10 Jahren, 2012, war ich mit Jörg schon mal hier. Auch in diesem Jagdhaus, in dem wir jetzt untergebracht sind, und haben dort legendäre Tage mit einer Gruppe von Freunden erlebt. Das war eine Woche lang Jagen, Feiern. Ein einziges Horridofest. Und wenn man dann an so einen Ort zurückkehrt, dann hat das natürlich eine ganz besondere Note. Und Cepelino war deswegen auch ein Inbegriff auf Brunft, wo man sich darauf freut. Die
Die Hirschjagd in der Brumpf, das ist eigentlich fast ein Kindheitstraum, der sich immer wieder wiederholt. Als Bub war es für mich das Größte, wenn mein Vater mich an der Hand genommen hat und wir im Herbst losgezogen sind bei Mondnächten, um Hirsche in der Münchau oder im Schondratal zu verhören. Und mein großer Traum als Kind war immer, dass ich als Jäger, sage ich mal, das nicht nur verhören darf, sondern dass ich den Brumpfhirsch jagen kann. Und das heißt, jedes Mal erfüllt sich eigentlich für mich mit dem ersten Mal, dass ich einen Hirsch höre, immer wieder ein neuer Kindheitstraum. In einem stillen Talgrund, dem sogenannten Saugatter, mit viel Schilf und Wasser, ruht auch am Tag das Rotwild. Der Bestand im Forstamt ist gut. Am Abend muss man schon früh unterwegs sein. Ich habe früher immer gesagt, naja Gott, als Geführter bist du ja eigentlich nur der, der hinterher marschiert und dann letztendlich irgendwie vollstreckt. Das ändert sich in dem Moment, in dem er selber Jagdgäste führt. Und du merkst, dass du sehr wohl hinter dir einen Jäger brauchst, der seine Sache versteht, auch wenn du ihn führst oder wenn du ihn, sag ich mal, in deinem Revier, in dem er sich vielleicht nicht so gut auskennt, sag ich ja, ihn zur Jagdchance bringen musst, brauchst du trotzdem hinten einen, der einfach mitzieht. Und wenn das nicht passiert, dann ist stellt sich auch der Jagderfolg nicht ein. Das heißt, meine Einstellung, dass das eine Jagd ist, wo du keinen Anspruch an den hast, der da hinterher marschiert, das stimmt nicht, weil derjenige muss seine Handwerklichkeit ebenso beherrschen, was Ansprechen angeht, was die Handhabung der Waffe angeht, was Pirschen angeht, was das Nutzen einer Chance angeht. Und wenn das kein guter Jäger ist, dann werden die zwei auch wenig erfolgreich sein. Das heißt, da ist schon auch Anspruch an denjenigen, der geführt wird. Bei der Jagd ist mir besonders wichtig, dass ich immer daran denke, dass dieses Wildtier, mit dem ich es zu tun habe, dass mir das entsprechend, dass ich dort immer sehr schonend unterwegs bin. Also, dass das, was ich erlege, sage ich mal, dass das schmerzfrei und schnell geht, dass ich also sauber schieße, dass ich möglichst wenig auf der Jagd als Jäger störe. Und dann ist bei der Jagd unwahrscheinlich wichtig, einfach auch eine gewisse Gemeinschaft zu haben. Also es ist gemeinsam geteilt doppelt schön. Das heißt also, ich brauche die Gesellschaft von Menschen, sagen wir mal, die auch nicht von Neid geplagt sind. Weil ich das selber nicht kenne, ich kann mich wahnsinnig aufrichtig mit jemandem freuen, kann aber auch ganz schlecht damit umgehen, sage ich mal, wenn ich merke, dass ich jemanden gegenüber habe, der das, was wir jagdlich teilen möchte, sei es ein guter Anblick, sei es ein Erlebnis, sei es eine Beute, die man gemacht hat, der das mit einem nicht teilen kann. Also eine aufrichtige Gemeinschaft und Freundschaft von Gleichgesinnten ist mir dabei wahnsinnig wichtig. Jagdführer Jacek und ich hatten ein Stück Rotwild vom Hochsitz aus in Anblick. Über einen Pirschpfad sind wir näher herangepirscht, um es richtig anzusprechen. Es ist ein Hirsch, der noch richtig in der Feiste steht. Ein ungerader Zwölfer und kein Junger mehr. Ein guter Abschusshirsch. Jagdführer Jacek gibt ihn schnell frei. Der Hirsch hat auf den Schuss gut gezeichnet. Kurz sehe ich ihn noch einmal im Schilf, dann ein lautes Platschen. Jetzt heißt es warten. Kugelschlag? Gut. Reaktion, ja? Gut. Ja. Ja. Hey, gut. Genau. Jetzt. Verrückt, oder? Ja, das muss ruckern. Noch haben wir nicht. Ich habe Kugelschlag gehört. Ja, der hat die Kugel vorne sauber drauf. Ja. Ich habe ihn hier vorne auf den Darwin drauf geschossen. Da. Er stand nicht ganz breit. Aber das dürfte für diesen 7,64 kein Problem sein. Und da hier auf dem. Der,
Der Hirsch ist hier rausgezogen. Hier auf dem Wechsel hier raus. Weil die Pferde stand nicht. Ja? Die Pferde stand hier auf dem Dings drauf. Und hier, da war auch frische Losung. Also der Hirsch ist hier rausgezogen. Ja, was soll man machen? Ein Selektionshirsch, gell? Ja. Einseitige Gabel. Was ist für ein Hirsch? Achter und Zehner. Mhm. Zehner hat eine Gabel. Links hat er Gabel, ja. Aber 9 Jahre? No. Brauch. Minimum, ne? Ja. Glaubst du? Echt? Ja, das ist ein alter Hirsch. Das ist ein kleiner junger Hirsch, alter Hirsch. Ja, ja. Der war aber nicht, der hatte kein Seil um den Hals oder so, ne? War der da? Nee, aber Kette unten, ne? Kette war am Bein, oder? Ja, ja. Normal, ja. Letzte Situation auch. 5 Minuten, dann hier schon weg. Ja. Der Hirsch ist verendet. Schon von weitem sehen wir ihn im Bach liegen. Pro Jahr werden in Cebellino trotz Wolf 500 Stück Rotwild erlegt. 120 davon sind Hirsche. Da kaum Spießer geschossen werden, wachsen sehr viele Geweide in die Mittelklasse und werden dort als Selektionshirsche erlegt. So, Heiko, was machst du jetzt? Ja, jetzt muss der Hirsch aus dem Wasser, ne? Und das machst du? Das mache ich, klar. Ist ja mein Hirsch. Hol ihn aus dem Wasser. Dafür hat man übrigens diese Hosen erfunden. Nur zu diesem Zweck. Ah. Mhm. Ja. Also moderne Jagdhosen, wie gesagt, eben musst du Hosenbein hochkrempeln, die sind hier schon automatisch kurz. Du musst nur die Strümpfe rausziehen. Ich fang an. Oh, da kommt er da. Ja, geht. Jacek, jetzt helfen? Ja, geht. Aber super Abschluss, ja? Kugel ist gar nicht raus. Ein super Hirsch. Ja, mit den angesetzten Enden. Schöner kann man sich einen Abschlusshirsch kaum denken, ja. Ein B-Hirsch, wie im Buch steht. Bilderbuch. Wie im Bilderbuch. Ja, da ist Spur. Mach mal einen Da ist Spur und da wird man's Dank. Mann, Jörg. Ich kenne diese Fläche. Ich weiß, das ist möglich, dass Sie hier früh stehen. Das ist eine Wiese ich würde sagen, 1000 Hektar eine Wiese, ja? Ja. Nur diese eine Wiese und hier ist Wasser. Ja. Die Kiefer. Wir liegen niedriger, ja, stimmt. Oben ist es trocken. Das heißt, hier war damit zu rechnen, dass da eine Konzentration oder dass hier Rotwild stehen könnte. Das hat man oben gesehen, im Wald war der, die unter den Kiefern ist trocken, da steht ja nochmal Pfeifengras mehr. Genau. Und aber interessant, dass der Hirsch hier offensichtlich auf dem Wechsel, auf dem wir ihm gefolgt sind, sagen wir, hier oben runtergezogen ist. Ja. Weil er stand dort eine Matz alte Pferde auf dem Sandweg. Ich hatte den Hirsch ja von der Kanzel gar nicht richtig gesehen. Du hast nur einen roten Punkt gesehen? Ich habe einen roten Punkt gesehen und dann so, komm. Ich so, was langsam, was ist denn? Ja, Hirsch, was für ein Hirsch? Ja, ich habe auch gar keinen Hirsch gesehen. So,
Okay, wir rennen mal los. Da war er das erste Mal sprachlos. Das war ich das erste Mal sprachlos. Und dann kommen wir da runter, sagen wir, und dann steht dieser Hirsch da. Und man sieht dann sofort hier diese Gabel. Sag ich mal, ach du lieber Gott, das ist auch noch ein Abschusshirsch. Und Jacek dann ja gleich so, ja, schießen. Ach du lieber Gott. Jacek, was schätzt du, wie alt? Nur so 8, 9 Jahre. 8, 9 Jahre ist, ja. Ja, muss gucken. Aber nach Archiv. Und wir werden das auch noch später im Film zeigen, wie alt er ist. Wahnsinn. Was ich mich jetzt wahnsinnig freut, mein Lieber, ist, dass wir jetzt für deinen Hirsch so wahnsinnig viel Zeit haben. Ja, das schauen wir mal. Vielleicht überlege ich mir da noch was. Heiko, ganz offiziell, kräftige Weinmannsei. Ich danke dir für mein Hirsch. Wolltmanns Dank, Wolltmanns Dank. Das war super. Noch 2 Tage jagte ich mit Jörg, aber mich rief die Arbeit wieder zurück nach Deutschland, während Jörg noch in Pommern blieb. Als ich abreiste, hatte er noch keinen Hirsch bekommen. Ich schenkte ihm beim Abschied einen Glücksbringer, den ich bei der Pirsch gefunden hatte. Heiko, die Feder. Du mit deinem verdammten Aberglaube. Ja, wir hatten eine tolle Jagd, eine Abendpirsch und dann insbesondere eine sehr interessante Frühpirsch. Schauen wir mal, was es gebracht hat. Jörg ist ein ungeheuer kompetenter Jäger, der aber das, was er weiß und kann, nicht zur Schau trägt. Das macht ihn unwahrscheinlich sympathisch. Er hat natürlich durch seinen Job alles Mögliche gesehen. Er muss ja auch die Qualität von Jagdführern beurteilen können, von Revieren beurteilen können. Das setzt eine hohe jagdliche Kompetenz voraus. Und mit ihm zusammen zu sein oder unterwegs zu sein, merkt man ganz einfach, dass er das, was er als sein Business eigentlich hat, dass er das aber auch inwendig lebt. Jörg ist ein ungeheuer, fast ein bisschen preußisch. Was er sagt, das meint er so. Das ist manchmal unverblümt, auch ziemlich, ziemlich ehrlich. Passt einem vielleicht auch manchmal nicht, aber es ist so, wenn Jörg einem was auf die Hand zusagt, dann hält er das auch ein. Und das ist auch eine Geradlinigkeit und ein Rückgrat, das es heute nicht mehr so oft gibt. Und ich sag mal, das ist ein Freund. Wenn man ihn zum Freund hat, dann ist man gesegnet. Jörg ist ein Macher. Und möglich machen geht bei ihm vor nicht machen. Also das heißt, er kann großartig improvisieren, ohne dass man es letztendlich merkt. Und nicht machen ist für Jörg keine Option. Bei dem Morgenansitz nach meiner Abreise ist Jörg wieder mit Jacek unterwegs. Bei bestem Licht wechselt ein Kahlwildrudel über eine breite Wiese, die 2 Waldstücke voneinander trennt. Diesem folgt flämend und unverhofft ein älterer Hirsch, ein uriger Achter. Der passt. Jörg muss sich schnell für den Schuss richten. Der Hirsch fällt im Feuer. Doch noch nach einer Viertelstunde ist immer noch Leben in dem Gefällten. Jacek und Jörg gehen auf den Hirsch zu. Ein Fangschuss ist notwendig. Nein. Das geht.
Ja, ja. Kugelschlag war unheimlich hart. Ja. Ja. Da habe ich auch gedacht. Und ist ja gefallen wie Stein. Das ist, und da siehst du immer wieder, das ist das schlechteste Zeichen. Mhm. Wenn die umfallen, repetieren, das ist nicht gut. Ja, das ist eine Patrone. Eine Patrone muss hier, muss zweite. Ja. Ganz raus. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Warum hast du denn die zweite in Hose und nicht hier in. Normal muss die zweite hier oder. Nein, nein, ich. Ja, ja. Oder ja, oder? Ja, oder ja. Jörg, das Buch, meine Freunde. Mein Dank. Dankeschön. Sehr guter Hirsch, Abschuss. Eine Sekunde, viel Rudel gesehen. Ja. Wie immer, schnelle Jagd. Ja, schnelle Jagd. Ja, vielen Dank, Jacek. Das ist immer sehr schön, mit dir zu jagen. Wir kennen uns schon über 10 Jahre. Sind schon gute Jagdfreunde. Ja, das macht Spaß. Das ist gut. Das ist gut. Ja, zuallererst grüße ich meinen Freund Heiko. Lieber Heiko, schade, dass wir den Hirsch nicht zusammen erlegen konnten, weil wir beide wissen ja, wie schön das ist, gemeinsam Beute zu machen. Das ist ja doppelt erleben. Und ich weiß ja, wie sehr du dich gefreut hättest, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, ein älterer Achter. Ich schätze ihn auf 8 Jahre. Aber genau, es wird sich zeigen. Ein braver Abschusshirsch, der typische 2B. Ich selber finde diese Hirsche hochinteressant, weil sie sehr selten ja gerade bei uns sind, in unserer durchforsteten Rotwildwirtschaft. Hier kommen die noch vor. Ich freue mich sehr, der Hirsch lag gleich im Knall. Ein wenig Hochblatt, aber das ist natürlich auch schön, so hatten wir keine Nachsuche. Der Herbst ist auch die große Zeit der Federwildjagd. Eines der großen Jagdparadiese auf Gänse ist die Nordseeinsel Pellworm. Markus Lotz hat die typische Jagd der Insulaner dort mit der Kamera eingefangen. Ende November reiste die Wild- und Hund-Redaktion nach Schleswig-Holstein, um auf Gänse und Enten zu jagen. Die erste Station ist Schwabstedt an der Treene. Bei einer ersten Rundfahrt zeigt mir Jagdleiter Hermann Sierz das Revier. Er kennt die jagdlichen Verhältnisse vor Ort schon lange. Also ich habe 72 Jägerprüfungen gemacht. Ja. Und da hatten wir nur Enten. Ja. Und keine Gänse. Keine Gänse? Keine Gänse. 72 noch keine Gänse? Nein. Okay. Das war mal ganz vereinzelt. Mein Vater, der ist seit 53 Jäger gewesen und ich glaube nicht, dass der mal eine Gans geschossen hat. Ja. Ja, nee. Und das hat sich erst, hauptsächlich auch durch diese Beldinghaarer Koch, da diese Naturschutzgebiete und mit dem Wattenmeer und den ganzen Tüdelkram, da sind bei uns die Gänse gekommen. Okay. Und die sind ja in ganz Schleswig-Holstein. Mit, bei einem Münster mitten, da ist kein Wasser, gar nichts. Ja. Guck, hier sind wir nur schon an der Treene. Ah, das ist die Treene schon. Okay. Ja. An der Treene soll es am Abend auf Gänse und Enten gehen. Schon bei Tag gibt es dort reichlich Anblick. Grau, Bless, Saat und Nonnengänse en masse. Es mag bei der Vielzahl von Gänsen leicht aussehen, an Wasserwild zu kommen. Ist es aber nicht, wie Hermanns jetzt weiß. Und wenn du da denn mit 2 Mann stehst,
Ja. Ja, man schleicht sich ran, den Kressverleih 2, ja. Aber dann fliegen sie 300 Meter über die Trinne rüber und dann sind sie weg. Ja. Deshalb soll es am Abend mit mehreren Jägern entlang der Trinne losgehen. Mal sehen, wie wir hinkommen mit den ganzen Leuten, dass wir hier was aufstellen. Hier ist so eine Blumenwiese und da ist immer so ein bisschen Wasser und da ja. Mögen die Enten auch gerne reinfliegen. Ja. Wir haben auch sehr viel Enten momentan. Ja? Jo. Also Enten haben wir auch reichlich. Wenn man hier über den Deich kommt, die Trinne dahinter diesem Schuppen, mit Sicherheit 30, 40 Enten kommt da hoch. Okay. Es gibt aber nicht nur reichlich Enten hier im Norden. Auch Schalenwild gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das sind diese Blumenwiesen und da tobt das Dammwild drin rum. Ja. Starke Dammwildwechsel ziehen sich über abgeerntete Maisflächen. Das ist wieder unsere Grenze. Nun fängt unsere Jagd an. Guck mal, da unten liegen auch schon wieder. Hier haben die überall diese flachen Wasserstellen gebaut für Frösche und auch den Naturschutz. Mhm. Guck da hinten. Da sind schon mal die Schwäne. Eine Besonderheit sind im Winter große Flüge von Singschwänen. Das sind Singschwäne, ne? Ja. Einer feldert mit mehreren hundert Stück und lässt das Auto nah heran. Am Abend treffen sich die örtlichen Jäger. Mit dabei die Redaktion. Ja. Freut man sein. Unser Jägerinleiter, das Herr Horn. Hallo. Grüß dich, hallo. Ja. Hi, hallo. Hallo. Hi. Wir zwei gehen miteinander, habe ich schon gehört. Ja, genau. Prima. Wunderbar. Ja, freut mich. Für den stellvertretenden Chefredakteur Markus Deutsch, der die Reise organisiert hat, hier ein Heimspiel. Hegeringleiter Thomas Meyer erläutert, wie die Jagd abläuft. Thomas, sag uns nur ganz kurz, was kommt da heute auf uns zu? Ja, wir führen eigentlich regelmäßig jedes Jahr im November ganz speziell an Mitte in der Woche oder an Freitagen gemeinschaftliche Jagden hier im Bereich Schwabstedt durch, im Hegering Schwabstedt. Und es geht eigentlich in erster Linie nicht um große Streckenzahlen, sondern darum, dass wir hier gemeinschaftlich etwas machen. Und genau das ist das, was wir heute durchführen wollen. Wir treffen uns hier mit mehreren Jägern aus den umliegenden Gemeinden, Jagden, Hegeringen. Und somit werden wir einen großen Teil der Trinne hier abstellen. Und ich hoffe, dass wir heute einigermaßen Erfolg haben. Wir wissen, es ist schwierig, Enten und Gänse, vor allen Dingen Gänse, jetzt zu bejagen, zum Abend hin, weil die Gänse auf den Esungsflächen liegen. Und hoffen aber trotzdem, dass wir doch ein bisschen Strecke machen können. Wie ist es, wie viele Reviere machen mit? Reviere kann ich nicht genau sagen, aber wir sind mit 3 Hegeringen dabei. Und ich könnte die Reviere jetzt einzeln aufzählen. Ich glaube, 7, 8 Reviere sind es dann doch. Ja, aber ja. Das dauert jetzt ein bisschen zu lang, glaube ich. Was sind eigentlich optimale Bedingungen für so eine Jagd, auch verwitterungsmäßig, wo man sagt, da ist tendenziell am Erfolg versprechen. Ist es heute gutes Wetter oder ist das schwierig? Also es ist bedeckt, das ist eigentlich gut, aber wir hätten es gerne doch ein bisschen rauer. So, dass wir haben gedacht, ein bisschen Sturm vielleicht und Regen dabei, so dass sie und vielleicht schlechte Sicht dabei, dass die Gänse und die Enten tief streichen müssen und so, dass ihr auch ein bisschen von unserer rauen Natur hier kennenlernt. Aber das ist jetzt heute so nicht gegeben und deswegen müssen wir mit dem leben, was wir jetzt haben. Optimal ist es nicht. Ja. Bereitet ihr euch mit den Hegeringen oder sind Gänse und Enten, sag ich mal, was so in der Hegearbeit, sag ich mal, auch was, wo ihr einen Fokus drauf habt oder worauf habt ihr den Fokus in den Hegeringen? In unseren Bereichen hier war eigentlich der Fokus bis vor ein paar Jahren noch auf Hasen gelegt. Mhm. Die Hasenjachten waren eigentlich immer das auch gesellschaftliche Event.
Und dann die Enten und Gänse werden mittlerweile aber immer mehr, sodass auch immer mehr Gänsejachten speziell durchgeführt werden. Hier bei uns im Hegering hält sich das ja noch etwas zurück, aber in den Kögen oben ist das sehr zunehmend. Wir haben mittlerweile auch erstes Schwarzwild und unser Dammwild nimmt wahrlich zu. Von daher kommt das mit den Niederwildjachten eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen. Aber trotzdem, wir veranstalten diese Jagd in dieser Form, wie wir sie heute begleiten, jedes Jahr und freuen uns auch darauf. Ja. Wie groß ist denn, ich sage mal, man hört ja immer, dass die Gänsebesätze als weiter steigen. Ich habe von älteren Jägern gehört, dass es noch in den 70er, 80er Jahren noch fast überhaupt keine Gänse gab. Aber das hat richtig massiv zugenommen in den letzten Jahren. Das ist korrekt. Wo genau jetzt die Ursache dafür liegt, kann ich nicht nennen, kann ich nicht sagen. Hat wahrscheinlich auch was mit Eutrophierung von Gewässern zu tun, was Enten angeht, die dann auch im Sommer hier sind. Die Graugänse brüten hier bei uns und sie finden optimale Bedingungen. Über alles andere lässt sich natürlich diskutieren, was Klima etc. angeht, aber da möchte ich mich eigentlich diesbezüglich nicht äußern, weil das ist nicht gesichert, die Aussage. Ja. Also das sind hier hauptsächlich auch standorttreue Gänse, auf die wir heute unterwegs sind, also die das ganze Jahr da sind, oder sind das auch schon Zuggänse aus dem nordischen Bereich? Mit Sicherheit sind auch Zuggänse dabei, aber die Graugans ist, wie gesagt, also die Hauptgans, die wir dann bejagen. Und da sind natürlich auch viele Gänse dabei, die hier bei uns groß werden. Herzlich willkommen allen. Wir werden jetzt gleich in die Reviere fahren und ich wünsche alle von meiner Position aus viel Weidmannsheil. Es ist heute wahrscheinlich nicht ganz einfach, an die Gänse erstmal ranzukommen. Sie liegen auf den Esungsflächen, aber ich hoffe, dadurch, dass wir einen großen Teil der Träne abstellen, dass wir die Gänse in Bewegung halten werden und dann auch so zur Strecke kommen. Dann geht es los. Rund 60 Schützen werden von ihren Anstellern an die verschiedenen Flussabschnitte gebracht. Thomas Meyer weiß, wo bereits Enten sitzen. Mit dem Windlager müssen wir zusehen, dass wir sie von dieser Seite kriegen. Wir müssen von der anderen Seite ran. Wir müssen nochmal umdisponieren. Wir müssen nochmal auf die Autos und nochmal wieder zurück. Das geht auch. Der Wind steht für den Hegeringleiter falsch. Die Jäger setzen noch einmal um. Das ist ungefähr da. Da müssen wir hin. Wir müssen also in das nächste und übernächste Stück und da marschieren wir um. Wir gehen hier runter und hoffen, dass sie kurz vor uns aufsteigen. Okay. Doch die Enten haben die Jäger mitbekommen. Nur der Flügelschütze kommt erfolglos zu Schuss. Wie war das? Solange Schrot in der Luft sind, ist Hoffnung. Dann stehen alle an der Träne. Und die Dämmerung bricht langsam herein. Ist zu weit weg. Oh, Scheiße. Die habe ich übersehen. Gestern haben wir gejagt an der Träne, zusammen mit 50, 60 Jägern. So richtig erfolgreich waren wir nicht, also nur 4 bis 5 Enten, die wir erlegen konnten.
Heute Morgen geht es mit der Fähre nach Pellworm zum Gänsejagen und gespannt, was uns dort erwartet. Rund eine Stunde dauert die Überfahrt von Nordstrand über die Nordsee nach Pellworm. Bis ins 17. Jahrhundert waren die beiden Orte noch durch Land verbunden. Eine Sturmflut 1634, die zweite große Mahndränke, kostete viele tausend Friesen das Leben. Nur das Meer und die Halligen blieben. Auf Pellworm holt Hegeringleiter Heinrich Evers die Jäger vom Festland ab und zeigt ihnen die Insel. Hier ziehen ja im Laufe des Herbstes und des Frühjahres einige hunderttausend Gänse drüber. Hungrige Enten und Gänse durch. Ja. Sehr zum Missfallen unserer Landwirtschaft. Das ist natürlich das Problem. Ja. Leben noch viele vom Fischfang? Ja, man kann sie zählen. Eins, zwei, sind sie alle da? Ja, sind alle. Nee, einer ist nicht da, Ronneberg ist nicht da. Nee, das sind sechs Familien, sechs die Familien, da noch vom Fischfang leben. Ja, ausschließlich. Ausschließlich. Voller Wert. Okay. Ja. Wir befinden uns hier im Nordosten der Insel, auf der windgeschützten Seite. Und da haben wir die größte zusammenhängende Vorlandfläche, die wir auf der Insel überhaupt haben. Nee? Das sind, wie gesagt, gut 200 Hektar Vorland und 100 Hektar Watt. Das war früher mal eine Eigenjacht. Aber mit Einführung des Nationalparks ist ja die Jacht im Wattenmeer eingestellt worden. Sie kennen das Müller-Gutachten und es gibt ja, oh Gott. Wir haben uns lange gegen gewehrt, aber keine Chance. Nee? Und heute ruht hier die Jacht. Ich bin hier Jachtausübungsberechtigter wegen Wühler und Mäuse. Aha, okay. An guten Tagen sicherlich zwischen 50.000 und 80.000 Kreaturen. Also jetzt nicht alles Enten und Gänse, Knut, Gott, Alpenstandläufer in riesigen Schwärmen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Okay. Gänse und vor allem Pfeifenten richten auf der Wintersaat der Insel immense Schäden an. Hallo, ich bin der Heiko Hornung von Wild und Hund. Wir sind gerade mal hier zu Besuch auf Pellworm, um uns mal das ganze Gänsethema auch anzuschauen. Das hat uns gerade Detlef erzählt, was da hier auf dem Acker passiert ist. Gell? Werdet ihr denn dafür entschädigt? Auf dem Stück ist dieses Programm wandernde Arten. Mhm. Da kriegt man dann 380 Euro, meine ich, für. Muss aber eben. Für den Hektar. Für den Hektar, ja. Und muss eben ansehen und die Gänse dulden. Ja. Und wenn es gut geht, kommt es durch. Wenn du Pech hast, kommt es nicht durch. Was heißt Pech? Also jetzt ist Pech eingetreten, das waren aber Pfeifenten wahrscheinlich. Aha. Und das ist total schade. Also die haben das unten am Grund abgebissen, da kommt nichts mehr. Das ist, die können ja gern, hier vorne haben sie nachgelassen. Aber sie waren ja bis hier vorne. Ja. Aber da, hinter dem Wasser, da ist nichts mehr. Das heißt also trocken werden lassen, im Frühjahr umbrechen und dann Sommergetreide drauf machen? Ja. Und das da war für nichts? Das war für den Arsch, ja. Und da kriegen wir auch nichts dafür? Das Programm, ne? Ja, das Programm vielleicht, okay. Aber das war's. Auf der rund 3.700 Hektar großen Insel Pellworm feldern Ende November zigtausende von Nonnen, Bläs, Saat- und Graugänsen. Noch am Abend geht es mit den beiden Inseljägern Hauge Mexdorf und Jan Ort los, um einen Stand für den nächsten Morgen vorzubereiten. Wie gesagt, richtig schön rein in die Brühe. Genau. Während Hauke und Jan einige Lockgänse platzieren, verblende ich das Ansitzloch im Wassergraben noch mit etwas Riedgras. Noch vor Tagesanbruch geht es an die Stände. Hauge Mexdorf hat noch ein Requisit, das bei der Gänsejagd nicht fehlen darf. Okay, aber von unten her warst du nicht direkt, als wenn du... Das ist der Kontaktruf oder was? Wenn ja, du musst dann glatt tönen, gleich mit. Nicht, dass sie schrillen, aber das ist... Und du musst, wenn du merkst, sie drehen ab nach dem Rufen, einfach still sein. Die werden neugierig und kommen dann nochmal wieder. Okay, ne? Gut. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Und wenn das kann man ruhig, wenn sie ganz hoch droben sind, dann mal einen Ruf machen. Ja, ne? Und wenn du merkst, sie wollen zum Deich, dass sie nicht richtig beidrehen wollen, dann mal rufen, die werden drehen. Okay. Ne? Also das wird... Ist klar, probieren wir es mal.
Zwischendrin werden schon einmal erlegte Gänse eingesammelt. Tatkräftige Hilfe bekomme ich dabei von Drahthaarhündin Anka. Zwei Stück, sauber. Am späten Vormittag werden 136 Gänse zur Strecke gelegt. Danach beginnt das Verwerten des Flugwildes. Alle Gänse werden gerupft und an die Jäger und die örtliche Gastronomie verkauft. Gastwirte berichten, dass Touristen auf Pellworm Wildgänse auf der Speisekarte sehr schätzen. Einer der besten Lokjäger Deutschlands ist zweifellos der Wild- und Hund-Experte Klaus Demmel. Über 20 Jahre lang hat er unzählige Seminare in ganz Deutschland gegeben. In diesem Sommer gab er sein letztes im Taunus. Ich habe die Gelegenheit noch einmal genutzt, zusammen mit dem Großmeister Resümee zu ziehen und auf diese Zeit zurückzublicken. Klaus Demmel, unser Wild- und Hund-Lokjagd-Experte, der hunderte von Blattjagdseminaren für uns gemacht hat, hat heute hier am Schauforthof sein letztes Blattjagd-Seminar gehalten und das ist einfach auch mal ein Anlass für uns, mal darüber zu sprechen, so, vielleicht mal ein bisschen zurückzuschauen, sagen wir 20 Jahre, über 20 Jahre, Blattjagd-Seminare, Lokjagd-Seminare. Wenn du jetzt heute zurückschaust auf diese Zeit, mich hat mal wirklich interessiert, wie bist du auf die Idee gekommen, sage ich mal, aus Hörnern, weil das war ja was ganz Neues, sage ich mal, Blattjagdinstrumente zu bauen. Nee, das ist so meine Lieblingsfrage. Ich bin natürlich häufig gefragt, wo die Wissen auf die Idee gekommen. Ich sage immer, okay, konnte man nachts nicht schlafen, aber nee. Ich habe es vorhin im Seminar auch schon angesprochen. Ich habe hier wirklich alles, was ich hier irgendwie in die Finger bekommen konnte, habe ich durchgetestet und bin vor ein paar Jahrzehnten schon, wenn man das heute, ja, ich bin ja schon heute über 60, kann man das auch sagen, zu dem Schluss gekommen, dass ich mit keinem so ganz glücklich war. Und ich hatte früher, wie gesagt, Holzblattinstrumente und jetzt habe ich nach einem Ersatz gesucht, wo in ähnlich weichen Klang erzeugen wie Holzblattinstrumente. Ich habe alles Mögliche durchgetestet und eine war zu hart, eine war zu weich, Kunststoff und. Aber dann bin ich letztendlich irgendwann bei der Rehstange gelandet, weil ich war ja, ich sage in meinem früheren Leben, Tierpräparator. Habe viel mit dem Material auch zu tun gehabt. Ein ganz interessantes Material. Wissen wir auch, wenn man es aufschneidet, spricht es auf Bände. Nein, jetzt lass mal das Licht an. Sonst muss ich es nachher rausschneiden. Wir machen gerade ein Interview. Ja. Dankeschön. Nee, so bin ich halt letztendlich, wie gesagt, bei der Rehstange gelandet. Nicht, weil es so schnuckelig ausschaut. Das ist ein toller Nebeneffekt. Aber einfach vom Klangkörper her. Das zeigt doch einen relativ weichen, runden Ton. Und ich meine, du hast ja nicht nur Blatter gebaut, du hast ja, ich weiß gar nicht, wie viele Lockerarten hast du eigentlich entwickelt? Oh, ich habe selber einen Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, irgendwie hat sich das von alleine entwickelt. Wie gesagt, zuerst kam der Blatter. Natürlich habe ich mich auch in früheren Jahren schon für Weizsack und auch Krähenjagd und so weiter solche Dinge interessiert. Wie gesagt, so kam dann das eine zum anderen und selbst zum Schluss war dann, sage ich mal, so die Krönung der Schwarzwildlocker, wo ich ja selber lange Jahre sehr misstrauisch war. Aber es waren auch wieder die Wild- und Hund-Seminarteilnehmer, die sagen, komm Demmel, kann man nicht Schwarzwildlocken, schau mal, dass du einen Locker baust. Ja. Gell? Und gut, auch alles seine Zeit und letztendlich, wie gesagt, war das damals der Werdegang, da kam der als erstes der Platte, dann kam das Mauspfeifchen dazu und dann kam die Vogelklage. Das war ja eine Riesengeschichte damals in Wild und Hund, wo das geschrieben wurde. Das war so, bin ich also fast überfordert worden, was da abends. Es hatte wirklich was vom Zaun gebrochen. Also die Vogelklage war damals ja so
gesagt, die Leute haben uns die Bude eingerannt, also nee. Aber hat alles seine Berechtigung, denn ich beschäftige mich natürlich nicht nur mit dem Rebel, sondern auch natürlich, wie gesagt, mit Fuchs und mit Schwarzwild und mit Krähen. Ich bin, ich sage mal so in Anführungszeichen, nicht der Lockjagd-Experte, wo es vom Zaunkönig bis zum Elefanten alles locken kann, wie es manche denken zu können. Aber nee, ich mache die Sachen, wo ich dahinter stehen kann, wo ich auch die Erfahrung habe. Und jetzt sag jetzt mal, wenn du auf diese ganze Galerie schaust, die da so liegt, von Federwild über Haarwild bis... gibt es einen, wo du sagst, so, ah, das ist mir eigentlich nicht so gut gelungen? Oder da bin ich nie so richtig glücklich mit gewesen, richtig schlau gewandt raus? Ach, was heißt gut, wenn, ich sag mal so, der einzige Locker, wo vielleicht aus unserem Sortiment, sage ich mal, wo gibt es mit Sicherheit auch bessere Lockinstrumente, was die Krähenjagd angeht, zum Beispiel. Weil der ist doch, sage ich mal, aber das gilt allgemein bei der Krähenjagd, der Krähenlocker ist sehr übungsintensiv. Da muss ich schon Modulation und. Wie gesagt, ist vom Handling her klar, es gilt eigentlich für jeden Krähenlocker, aber man muss auch eines sagen, zum Beispiel die Amerikaner und so weiter, aber auch England, die sind uns da ein Stück voraus und das ist das Problem dabei, das Horn, wie gesagt, hat verschiedene Dichten, verschiedene Knochendichte und da klingt natürlich auch dann, der eine Ruf etwas hat oder andere etwas weicher. Bei den anderen Lockern, wie Vogelkarge, Hase, Kaninchen, so, das ist alles kein Thema, aber Krähenlocker ist es wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also ich weiß auch nicht, ob ich den heute nochmal bauen würde. Du sag jetzt, wenn du so zurückschaust, du hast jetzt Seminare gemacht, du hast Lockjagdinstrumente gebaut, du hast jetzt Jagd 20 Jahre lang beobachtet. Was hat sich an den Schülern verändert? Gut. Sind die anders geworden? Waren die vor 20 Jahren anders, als du angefangen hast? Oder was hat sich da verändert? Ich habe sogar den Eindruck, dass heute, ich sage mal, etwas wissbegierige sind irgendwie. In früheren Jahren, wie gesagt, hatte ich sogar Leute, manchmal auf einem Seminar, wo, ja, wie soll ich sagen, die waren mal überschlau. Gibt es auch welche. Heute sitzen wirklich welche drin. Das freut mich natürlich. Ich habe mal einen dabei, der hat seinen Jagdschein mitgebracht. Und ich muss jetzt lügen. Der hatte über 70 Jahre Jagdschein. Okay? Und kam dann nachher zu mir und sagt, Dämmen, selbst ich habe da von dir was gelernt. Okay? Ganz voller Stolz. Und, nee, aber ich denke zu der Zeit, wo man das dann, wie gesagt, mit Wilden Hund, die Seminare wieder begonnen haben, dass man da die Lockjagd allgemein doch wieder mehr ins Leben gerufen haben. Die war schon, sagen wir mal, ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil klar, die Technik, alles wird besser, aber wenn man die Leute, sage ich mal, so ein bisschen an der Ehre nimmt, an der Ehre packt, okay, das ist jagdliches Handwerk, gehört eigentlich zum Jäger irgendwo, die wollen das. Die wollen das auch wieder lernen und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich bin überzeugt, auch die war außerplanmäßig nicht bei Wild und Hund im Seminar, weil ich habe ja im Ausland viele Seminare gemacht, aber wenigstens sind, wie soll ich sagen, weiß ich, über 20.000 Jäger, die Seminare bei mir besucht haben. Ja. Wie gesagt, das ist, ich finde es auch von Wild und Hund eine gute Geschichte, einfach zurück zu den Wurzeln wieder, zum jagdlichen Handwerk, wenn ich da irgendwo Hilfestellung leisten konnte. Ja. Haben sich die Jäger, sag mal, du hast ja im Ausland viel gemacht, du warst in Norwegen, du warst in Sibirien, du warst in Frankreich, du warst in Ungarn. Und wie war da eigentlich so die Resonanz, wenn du da mit deinem Wissen, wenn du da so aufgeschlagen bist? Gut, es ist immer, man steht natürlich immer etwas unter Erfolgsdruck. Ja. Gell? Auch bei der Gästeführung, da sind viele der Meinung, wenn der Dimmel kommt, da kommen die Böcke aus dem Mauseloch heraus. Die Erwartungshaltung ist natürlich, sagen wir, dementsprechend hoch. Ein tolles Beispiel, damals war auch Frank Racker dabei, Sibirien, das war natürlich die absolute Krönung mit 20 Mann im Seminar im Freien und dann kam hinterher, so, jetzt gehen wir raus, wir wollen das sehen. Dann sind alle 20 Mann mit. Ich sage, es geht nicht gut. Gell? Aber Frank ist Zeuge, Gott sei Dank, wir haben das wirklich hinbekommen. Wie gesagt, der eine stand da mit rotem Hemd, dann mit gelben, dann mit keine Ahnung, der hat schnarken können. Tatsächlich kam da ein Rehbock und hat dann die ganze Bande dann angesteckt. Dann dachte ich, ach Gott, Gott sei Dank. Ja. Weil das wäre natürlich nicht, weil da war doch selbst damals noch der Präsident dabei und der Gouverneur vom Programm. Und wir sehen, dass es auch funktioniert.
Gibt es ein Erlebnis, wenn du jetzt so zurückschaust, mal auch auf diese vielen Seminare, die du gemacht hast, dann war das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Da gibt es viele Momente, wo ich sag, auch gerade wenn ein richtig erfahrener Jäger dabei wieder mit dem 60-jährigen Jagdschein, oder noch mal bereit waren, da was aufzunehmen, keine Klugscheißer irgendwie, die haben wir genügend. Mhm. Das habe ich immer so wirklich fasziniert. Da gibt es wirklich viele spannende Momente, aber einfach, sage ich mal, die Herzlichkeit, die Dankbarkeit von den Teilnehmern, auch die Feedbacks, wo ich bekomme, also die dicken einen zum Teil zu, mich freut es riesig immer, aber da gibt's, kann ich mich nicht auf ein, ist irgendwo festlegen. Gibt es irgendwas, was dir fehlen wird? Ja, mit Sicherheit. Ich sage mal, es war ja, gut, es ist eine anstrengende Geschichte. Man muss ja sagen, ich bin in meinen guten Zeiten im Jahr 50.000, 60.000 Kilometer gefahren, nur wegen den Seminaren. Aber was natürlich sich fehlt, ist sagen wir so, die Nähe zu den Jägern. Mhm. Immer wieder neue Leute, ist hochinteressant. Also, und hast du dann selber miterlebt. Also, die sind wirklich irgendwo dankbar, die saugen das auch auf und die sitzen das nachher auch draußen rum. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, den Leuten da ein bisschen was weitergeben zu können. So, jetzt sage ich mal, jetzt fehlt dir ja ein ganzer Teil deines Lebens, also 50.000 Kilometer muss man nicht mehr fahren. Wie geht es jetzt mit Klaus Demmel im Ruhestand weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich werde mir, wie gesagt, ein bisschen Zeit für mich und Familie gönnen. Ich bin jetzt auch jagdlich, wie ich vorhin angesprochen habe, kein Sozialfall. Also ich habe immer noch meine eigene Jagd, aber auch mittlerweile von der Nachbargemeinde noch mal die Hälfte dazu gepackt, dass mir ja nicht langweilig wird. Und ich habe nur etwa knapp einen Kilometer von mir entfernt einen 5 Hektar großen Fischweiher, wo ich jetzt schon jahrelang Mitglied bin und nie einen Fisch gefangen habe, weil ich nicht dazugekommen bin. Auch tun. Nee, also ich denke, da gehört jetzt eine große Langeweile ein. Also ich weiß die Zeit schon zu nutzen. Vielleicht schreibt man auch mal den einen oder anderen Artikel für die Wilden holen. Das hoffen wir doch. Ja. Nein, also ich denke das. Also, bevor ich vor Langeweile sterbe, mache ich es dann wie heißt er denn, der wo immer wieder kommt, Schlagersänger. Von dem gibt es ja relativ viele, die ziemlich untot werden. Herbert Grönemeyer. Nein, der kommt immer, der macht immer Schluss, dann macht immer ein Comeback. Ja. Das machen doch alle Sänger, oder? Bin ich blöd. Howard Carpendale. Howard Carpendale. Ja, genau. Das sagen meine Seminarteile im letzten Jahr. Das machst du wie Howard. Kommst einfach wieder. Nee. Also ich denke, man muss halt irgendwann, ist gut, es hat alles irgendwann seine Zeit, wie gesagt. Mir tut es ja irgendwo weh, aber wirklich hat es gut dabei. Aber ich denke mal so, die Gespräche, letzten Seminare, die Teilnehmer haben aber kein Verständnis. Wie wird das, wenn du sagst, ich meine, es ist ja halt Wissensvermittlung, sage ich mal, durch Seminare, ist ja von 1:1. Aber wie siehst du das mit diesem Wissen, sage ich mal, das jagdliche Handwerk war für dich vorhin ein Thema? Wie ist es darum bestellt? Ist das, müssen wir befürchten, gerade wird ja immer mehr Jäger, sage ich mal, von dieser jagdlichen Qualifikation? Wurde ja prognostiziert, die werden sehr viel theoretisches Wissen haben, aber das praktische Wissen wird fehlen. Ich denke, es liegt im Angebot. Mhm. Was halt auch ihr, wie gesagt, in Zugzwang, den Leuten einfach gerade wie die Seminare Gelegenheiten zu bieten. Weil ich denke einfach, das Bedürfnis ist da. Das jagdliche Handwerk oder das Althergebrachte doch noch irgendwie mitzunehmen. Es gab es in früheren Zeiten, gab es heute welche, die sagen, okay, brauche ich nicht, aber es hatten wir früher auch. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, die wollen das sogar noch, die wollen das. Und wie gesagt, wenn das Angebot da ist, ich sehe es ja auch, wie viele Wiederholungstäter auf Seminaren sind. Und es ist ja nicht nur beim Plattjagd, sondern die machen ja auch andere Seminare durch. Die was ein Standort, wo die kamen weg vom anderen Seminar, vom Wilden Hund kamen sie dann zu mir. Mhm. Und, nee, ich denke schon, solange das Angebot da ist,
wird auch Interesse sein. Mhm. Und wenn das Angebot vielleicht mal nimmer ist, gell, dann geht mit Sicherheit auch was verloren. Gell. Weil alleine nur sich das anzulesen oder irgendwo so von vermeintlichen irgendwo ist es nicht als wie gesagt, wenn man es auf dem Seminar, wenn, das hast du heute Abend gesehen, die Leute, die brennen jetzt auf die Platzseite. Mhm. Und das ist beim Fuchssack, Reitsack-Seminar genauso. Ich habe es auch erlebt bei den Krähen-Seminaren, wo man gemacht hat, die aktiven Krähen-Seminare, da war immer die Hölle los. Die Leute sind da mit Begeisterung mit Herzblut dabei. Und ich denke, man muss es den Leuten irgendwo bieten, dass die wirklich da im Ball bleiben. Wunderbar. Mein lieber Klaus, ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Hoffe, dass du uns weiter gewogen bleibst und noch einmal bin ja nicht aus der Welt. Ein herzliches Weidmannsdank. Das war der Weitblick für den September. Wir sehen uns im Heft, im Digitalmagazin auf Paraigo oder auf YouTube. Ich freue mich auf Sie.